Moin, meine Lieben, und heute mit einem etwas anderen Video. Ich bin ein bisschen spät zur Party, aber so ist das nun mal. Ich möchte heute mit euch reden über Lies of P, weil in meinen Augen ist es einfach ein ganz fabelhaftes Spiel. Und naja, meine Freude, die ich damit hatte, möchte ich mit euch teilen, ja? Lasst uns darüber reden, was überhaupt Lies of P für ein Spiel ist. Und es ist ein Souls-like. Keine Sorge, alles, was ich zeige, sind entweder verschiedene Spielsysteme, das sollte nicht allzu sehr spoilern, oder Footage aus effektiv dem Tutorial-Gebiet, das ihr direkt seht, ja? Würdet ihr mir sagen, Lies of P ist von From Software gemacht? Ich würde nicht mit der Stirn runzeln, ich würde das nicht hinterfragen, ich würde das einfach so nehmen. Im Genre dieser Spiele ist das wahrscheinlich das bestmögliche Kompliment, das ich nur geben kann, ja. Das ist eins der Souls-Likes, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Ich habe fairerweise kein Sekiro gespielt und kein Bloodborne gespielt. Beides Titel, zu denen Lies of P am meisten verglichen wird. Ich bin mehr bei diesen Dark Souls 1, 2, 3, Elden Ring, den Konsorten geblieben. Nachdem ich Lies of P gespielt habe, muss ich sagen, ich möchte unbedingt Sekiro spielen und wenn Bloodborne irgendwann auf der PlayStation kommt, dann spielen wir das auch auf jeden Fall. Naja, es geht hier um Lies of P. Lasst uns kurz darüber reden, was überhaupt in diesem Spiel los ist, in was für einem Setting das alles abgeht und so weiter. Und es spielt im Universum von Pinocchio, ja? Grob basiert das sogar auf der Geschichte von Carlo Collodi. Und ihr könnt so damit rechnen, 20 bis 30 Stunden für einen Spieldurchlauf zu brauchen, wenn ihr grob in meinem Tempo spielt. Natürlich, wenn ihr euch schwerer tut, und ich habe mich relativ schwer getan, wohlgemerkt, dann ist nach oben hin keine Grenze gesetzt, wenn ihr gerne erkundet, auch deutlich länger. Es gibt viel mehr zu entdecken, zu erforschen. Ich habe mehrere Bosse aus Versehen geskippt, die skippable sind. In diesen 28 Stunden, die wir gespielt haben, ich glaube, man kann es nochmal auf Steam genau sehen, genau 27,9 Stunden, sind wir grob 300 Mal gestorben. Nur, dass ihr euch grob vorstellen könnt, was das war. Jetzt möchte ich aber mit euch darüber reden, was mir so sehr gefallen hat und was überhaupt der Anlass dieses Videos ist, ja. Und das ist letztlich das Kampfsystem. Ich kenne es insbesondere aus den Dark Souls-Teilen, aber auch aus Elden Ring so, ausweichen, angreifen, ausweichen, angreifen, ausweichen, angreifen. Hier haben wir so ein perfektes Blocksystem. Wenn ihr im absolut richtigen Moment blockt, dann gibt es so rote Funken und ihr verliert weder Stamina noch irgendwas anderes und der Gegner kommt schneller in diesen Zustand hier, wo er gestaggert werden kann und ihr großen, großen Schaden machen könnt. Ja? Das ist so die Main-Mechanik. Ihr könnt natürlich ja, ausweichen, das ist absolut kein Problem, aber es geht viel mit diesem perfekten Block. Ihr macht damit Stagger-Schaden auf den Gegner und wie gesagt, ihr öffnet euch damit mehr Opportunitäten anzugreifen. Manchmal ist es sinnvoller auszuweichen, manchmal ist es sinnvoller eben perfekt zu blocken. Das finde ich ganz fabelhaft. Was aber noch cooler ist und uns wirklich viele Möglichkeiten gibt in diesem Spiel, verschiedene Builds und Sachen auszuprobieren, ist, dass wir unsere Waffen montieren können. Ja, wie funktioniert das? Ausgezeichnete Frage. Wir haben eine Klinge und wir haben einen Griff. Ja, ich habe ganz viele verschiedene Klingen gefunden. Und wenn ich möchte, dann kann ich zum Beispiel diese Klinge von dem Dolch nehmen. Und dann als Griff kann ich entweder natürlich den Griff des Dolches nehmen, aber ich kann auch zum Beispiel den Griff einer explodierenden Spitzhacke nehmen. Ja, wenn wir diese Waffe mal montieren, das alles ist im Übrigen kostenlos, also ziemlich cool, und das ausrüsten, dann sehen wir, plötzlich ist unser Dolch gar kein Dolch mehr, plötzlich ist unser Dolch auf dem Griff der Spitzhacke.
Ja, und wir haben eine einzigartige Waffe. Das alles hat das Moveset der Spitzhacke. Ja, das Moveset ist dominiert durch den Griff. Was außerdem dominiert ist durch den Griff, ist die Skalierung. Wir sehen es hier einmal rechts im Bildschirm, Entschlossenheit A. Entschlossenheit ist der Stärke-Stat des Spiels und entsprechend, wenn ihr den Griff hier spielt, dann skaliert ihr halt mit Stärke. So könnt ihr eigentlich so ziemlich jede einzelne Waffe im Spiel spielen, beziehungsweise jedes Blatt der Waffen spielen, das euch gefällt, weil eure Skalierung ja abhängig von dem Griff ist. So könnt ihr auch super, super große Waffen und abgefahrene Blätter spielen, die man normalerweise niemals spielen würde, weil man sie nun mal einfach entsprechend der eigenen Vorlieben anpassen kann. Damit endet es aber nicht. Das Coole, das wirklich Coole daran ist dann, dass sowohl der Griff als auch die Waffe eine Fähigkeit haben. Wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir Fabelkünste rechts unten im Bildschirm. Einmal geduldiger Einschlag, einmal Schlagchance. Wenn wir gucken, geduldiger Einschlag, sammle deine Kraft für einen starken Schlag. Ja, wenn wir auf den Griff gucken, Schlagchance erhöht vorübergehend den Angriff für den nächsten Treffer. Vollkommen abgefahren. Und das ist nur eine Kombination von so vielen verschiedenen, die wir machen können. Dazu können wir 4 verschiedene Amulette tragen. Leider seht ihr das nicht, das ist hinter der Kamera. Aber 4 verschiedene Amulette können wir tragen. Auswahl aus, ich habe hier 20 Stück gefunden, 19. Und damit unseren Bild nochmal stärker machen. Auch hier endet es nicht, weil es sowas gibt, das nennt sich Legion Arm. Das sieht man ganz unten unter LT, die Puppenschnur. Ja, in meinem Fall ist das die Puppenschnur. So eine Schnur kann ich Gegner an dich ranziehen. Ich kann die aber auch gedrückt halten, weil ich sie geupgradet habe. Und so einen coolen Angriff machen, ja. Wenn euch die Art und Weise von diesem Legion Arm nicht gefallen würde, weil ist halt einfach nicht euer Playstyle. Gar keine Sorge, es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Ja, wir haben Elektroblitze, die man schießen kann, Feuer, das man schießen kann, Aegis, dass man sich eigenhändig schützt sozusagen. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen. Ja, hier können wir Feuer schießen, Deus Ex Machina installiert wohl Landminen, die explodieren. Man kann Säure schießen, man kann irgendwie so Haftgranaten schießen. Ganz viele verschiedene Sachen kann man machen. Ne? Und das führt dazu, dass wir halt tatsächlich sehr viel Einfluss darauf haben, auf welche Art und Weise wir kämpfen. Ne? Das weiß ich sehr zu schätzen, nachdem viele Souls-Teile einem bloß die Wahl geben, will ich eine große Waffe oder eine kleine, schnelle Waffe spielen. Gut. Genug darüber geredet, lasst uns einmal bitte über die Grafik reden. Nicht typisch FromSoft, sondern ein bisschen moderner. Moderner, nennen wir es moderner. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Es sieht in meinen Augen absolut fabelhaft aus. Und in dem Zuge können wir sehr gerne auch einmal über Performance reden. An dieser Stelle, Dankeschön AMD für das Sponsoring und die Grafikkarte, die sie mir geschickt haben. Wir haben hier eine 6950 XT am Laufen und die erledigt ihren Job wundervoll. Aber auch mit einer deutlich geringeren Grafikleistung ist das Spiel ein absoluter Hammer, ja. Es gibt so gut wie gar keine Frame Drops. Ich hatte gar keine Spieleabstürze und nichts dergleichen. Im Zeitalter von Spielen, die rauskommen und sie spielen, als wären sie von 2014, 30 FPS und Entwicklern, die dann noch irgendwie sagen, das soll der Fehler der Anwender sein, ist das sehr erfrischend. Bevor wir weitermachen, lasst uns aber ein bisschen über die AMD-Geschichten reden, ja. Wir haben im Spiel AMD Fidelity. Das führt dazu, dass alles nochmal ein bisschen cleaner aussieht und ein bisschen besser performt. Natürlich hilft uns der VRAM, ja. AMD-Karten sind VRAM-Monster. Immer dabei, richtig gute Performance aus Spielen rauszuholen. Und auch die Software,
ist ein Quell der Freude, wenn wir uns einmal hier umgucken. Wir haben alle Indikatoren hier, was Leistung angeht. Wir haben alle Indikatoren hier, was irgendwie die Treiber und Co. angeht. Und auch die Software des Ganzen ist ganz ausgezeichnet. Ja? Ihr habt hier die Möglichkeit, alles nach und nach ganz entspannt einzustellen, aufzunehmen, zu streamen und, ja. Wenn euch das gefällt, was ich euch erzählt habe, dann schaut gern bei AMD vorbei. Ich meine, das Preis-Leistungs-Verhältnis der Karten ist mehr oder minder unschlagbar. Aber genug der Lobhymnen auf AMD und genug der Lobhymnen auf Lies of P, weil wir wissen alle, die wenigsten Spiele sind perfekt, ja. Wenn man nicht gerade IGN ist und 10 von 10 an Diablo 4 vergibt, dann weiß man, dass es Sachen gibt, die auch kritikwürdig sind. Und ich möchte die euch auch gar nicht verschweigen, ja. Zum einen, wir haben hier so einen Würfel. Den bekommt man mit der Zeit, das ist eine der Spielmechaniken. Ich habe das Gefühl, der ist komplett nutzlos. Ja, möchte ich nur mal festhalten. Zum anderen, es gibt hier diesen Stuhl, das ist das P-Organ. Das ist ganz nett, weil man kann hier verschiedene Sachen leveln. Ja? Man droppt so Quarz und dann kann man Sachen verbessern und dann verbessert man sich selbst nochmal und so weiter und so fort. Das ist eine coole Idee und prinzipiell echt geil gemacht. Aber leider sind in diesem P-Organ teilweise Sachen, die meiner Meinung nach schlicht und ergreifend ins normale Spiel gehören. Ja, dazu gehört zum Beispiel, dass wir schneller aufstehen können. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir mehr Amulett-Slots haben. Dazu gehört zum Beispiel, dass dieses Zeitfenster, wenn der Lebensbalken leuchtet, weiß leuchtet und die Bosse überwältigbar sind, dass das bisschen länger ist und nicht nur gefühlt den Bruchteil einer Sekunde. Ja, doppelt ausweichen ist ein guter Perk, der hinter diesem Skillbaum hinter ist. Aber es gibt viele Perks, die schlicht und ergreifend meiner Meinung nach im Spiel von Anfang an drin sein sollen. Der gute Punkt ist, und da kommen wir dann zu den Sachen, wo ich sage, das ist eine interessante Info für euch. Der gute Punkt ist, wir können relativ früh im Spiel reskillen. Ja? Rechts oben im Bildschirm seht ihr es gerade, 9 so goldene Samen habe ich. Mit diesen goldenen Samen könnt ihr zu einem Baum laufen. Wenn ihr ihn freigeschaltet habt, habt ihr ihn freigeschaltet, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ihr könnt zu so einem Baum laufen und eure Startpunkte neu vergeben. Startpunkte vom P-Organ, Startpunkte, was eure eigentlichen Stats angeht. Ja, also Vitalität, Stärke, Ladung, dies, das. Ist sehr, sehr praktisch. Ich denke, Spiele, die einem diese Möglichkeit nicht geben, sind heutzutage ein bisschen outdated. Ja? Also, dahingehend ganz nett. Außerdem, die Story ist für mich als Non-Story-Enthusiasten nicht allzu wichtig. Deshalb kommt das hier in den Punkten interessant zu wissen. Aber doch recht gut erzählt, würde ich sagen. Ja, wir haben sehr viele Cutscenes. Es wird viel darüber geredet. Es ist nicht ganz so passiv wie in vielen anderen Souls-Teilen. Es gibt außerdem so ein paar Entscheidungen, die ihr treffen könnt in der Story. Einige davon haben Einfluss darauf, ob ihr gegen bestimmte Bosse kämpft oder nicht. Alle haben Einfluss darauf, was für ein Ende ihr bekommen werdet im Spiel. Also das ist alles ganz nett. Zu guter Letzt, unheimlich nett ist dieser Fakt hier. Lies of P ist im Game Pass. Ja? Das soll keine Werbung für den Game Pass sein. Wenn ihr ihn nicht habt, dann müsstet ihr ihn kaufen. Ihr könnt natürlich auch das Spiel einfach kaufen. Aber wenn ihr den habt oder einfach nur reinschnuppern wollt, dann habt ihr dort die Möglichkeit, deutlich günstiger an das Spiel zu kommen. Heutzutage, wo Spiele gerne 70, 80, 90, 100 Euro kosten. Heutzutage ist das, denke ich, ganz schön, mal kostengünstiger reingucken zu können. Ja? Wenn ihr sagt, hey, Sender, das Video, das war so ausgezeichnet, ich habe dir natürlich schon einen Sub dagelassen und ich habe das natürlich schon einen Daumen hoch gegeben oder einen Daumen runter, weil ich mag deine Nase nicht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich Lies of P spiele. Dann habe ich noch ein
wichtigen Tipp für euch. Ja? Der hat mir persönlich öfter den Hintern gerettet, als ich das überhaupt sagen möchte. Und das ist ein ganz bestimmter Wurfgegenstand. Alle Wurfgegenstände in Lies of P sind im Übrigen sehr, sehr gut. Ja? Das ist nicht so wie in einem Dark Souls, oh, 20 Schaden, die machen ernstzunehmenden Schaden. Speedrunner spielen mit ganz vielen Wurfgegenständen, nur mal zu eurer Info. Aber es gibt einen Wurfgegenstand, der ist so viel Quality of Life wie nichts anderes im Spiel, und das ist die Kanonenkugel. Ja, ihr seht sie hier. Ich habe schon mehrere davon im Inventar. Und wann immer ihr einen Boss staggern könnt, oder auch einen normalen Mob, ja, dieser weiß umrandete Lebensbalken da ist, müsstet ihr normalerweise einen starken Angriff machen. Und das dauert ewig. Ja. Oder ihr nehmt die Kugel, hopp, und er ist gestaggert. Ja. Die Kugel lässt euch dann direkt den dicken Angriff machen. Die macht nebenher einen Haufen Schaden. Also so oder so ziemlich cool. Wenn ihr mit denen spielen wollt, dann gibt es einen Händler, der verkauft die unbegrenzt. Der Händler ist im Malum-Distrikt hier, ja. Im Malum-Distrikt angekommen, wenn ihr den abgeschlossen habt, dann sollte diese Tür hier offen sein, ja. Wenn ihr die Tür habt, lauft ihr geradeaus, lauft ihr diese wunderschöne Leiter hoch und dann steht hier unser Freund, ja. Damit, meine Lieben, sind wir aber auch am Ende von diesem Video angekommen und entsprechend sehen wir uns sehr gerne beim nächsten wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.